Hallo zusammen, ich habe hier ein Kühlschrankgehäuse, also da fehlt noch die Kühlmaschine. Und zwar ist das ein Wemo 106 F Inox. Und dieser 106 F Inox ist identisch mit dem 106 normal, nur er hat einen Chromstahlrahmen und eine komplette Chromstahltür, jetzt hier natürlich noch eingepackt und hier einen zentralen Verschluss. Die Möglichkeit ist, diesen Rahmen also wegzulassen. Ihr habt vielleicht mal ein Video gemacht, sonst verlinke ich es euch. Den 106er gibt es auch mit Einbaurahmen. Von hinten sieht der Kühlschrank aus wie ein Standard 106. Aber ohne Kühlmaschine, da steckt keine Kühlmaschine dran, weil hier kommen jetzt noch eine längere Leitung und eine Kupplung, damit man das direkt irgendwo in einem Boot einbauen kann. Die Leitung hinten verlegen durch die Spanten und ich glaube, die Maschine kommt in die Wachskiste oder in die Bilge, weiß ich nicht genau. Ja, die Abmessungen sind genau gleich. Funktionieren tut der Kühlschrank jetzt momentan nicht, weil er hat keine Kühlmaschine. Aber ihr seht, ich habe oben auch kein Eisfach. Standard 106 F ohne Eisfach. Unten sind zwei Gemüseschalen. Die Tropfwanne ist vorbereitet. Hier hat es einen Ablauf. Hier kann ich den Schlauch anhängen und hier durchbohren, ein kleiner Knick und hinten raus und das Wasser ableiten in die Bilge und dann wegpumpen. Ja, das soll es gewesen sein von diesem 106F, ist eine Sonderanfertigung, könnt ihr bestellen. Momentan mit Lieferfristen keine Ahnung, momentan ist Katastrophe, aber Chromstahlkühlschrank komplett, Türe innen drin ist der Standard. Wie gesagt, ich mache euch hier einen Link über den Standard, zweimal über 106F, ohne Eisfach, mit dem Einbaurahmen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.